Herzlich willkommen zum HBL Cheftalk. Wir sind heute bei der Bossart Holding AG in Zug. Das ist ein sehr interessantes Unternehmen, vor allem auch für die Investoren in unser Tracker-Zertifikat Aktien Schweiz, Small und Midcaps. Das Unternehmen hat eine der grössten Positionen schon seit längerer Zeit mit rund 4,5%. Wir haben die Möglichkeit, der David Dien, der CEO von dieser Firma, zu treffen. Er hat das Unternehmen begleitet auf dem Weg vom Schraubenverkäufer, Schraubenhändler hin zum Logistikkonzern, weltführenden Logistikkonzern. Das Unternehmen ist vor allem auch vielen ein Begriff, weil es ein wesentlicher Bestandteil für das Zusammenstellen der Tesla-Autos ist. Das ist einer der wichtigen Kunden von diesem Unternehmen. Kommen Sie mit! Herr Dien, Bossart entwickelt sich rasant. Es scheint ein effektiver Profiteur von der digitalen Revolution zu sein. Welche Lösungen bietet das Unternehmen Ihren Kunden an? Wir unterstützen unsere Kunden in der Logistik, Versorgung von ihren Produkten, von unseren Produkten. Und haben dort Sachen entwickelt im Rahmen von Industrie 4.0, die genau in diesen Trend hineinpassen, wo jetzt alle versuchen, ihre Fabrikation, Produktivität zu steigern. Wie ist es einem verhältnismäßig kleinen Unternehmen, Familienunternehmen, möglich, mit einem grossen Konzern, Logistikkonzern und Big Data Konzern mitzuhalten? Wir sind im Spitzensport tätig und nicht wie Amazon und Company mehr im Breitensport. Also wir versuchen, die Nischen abzudecken. Und der Industriesektor ist einer dieser Bereiche, wo wir der Meinung sind, da braucht es neben der Logistik auch noch technisches Verständnis, technische Unterstützung für unsere Kunden und ist nicht eine reine Logistik-Angelegenheit. Wie gross ist die Abhängigkeit von einzelnen Kunden, beispielsweise Tesla? Sind das eher Kooperationen oder sind das Risiken? Wir haben über 25'000 Kunden. Tesla ist einer. Der macht etwa 7% vom Konzernumsatz aus. Ist ein sehr wichtiger Kunde. Und wir freuen uns, dass Unternehmen können es beliefern können. Und hoffen, dass noch einige andere Teslas entstehen über die Zeit. Welche strategischen Geschäftsfelder gedenkt Bossart in der nächsten Zukunft zu beackern? Wir sind in all diesen Ländern tätig, die heute Industrieunternehmen produzieren. Also wir sind nicht nur in den Maturamärkten, sondern auch in den Entwicklungsmärkten daheim und unterstützen dort unsere Industriekunden, wo immer sie produzieren. Kleben statt Schrauben ist das Motto in vieler Hinsicht. Welche Möglichkeiten oder welche Lösungen kann Bossart hier in die Waagschale werfen? Kleben ist ein Wachstumsmarkt, genauso wie der Verbindungstechnikmarkt. Der Verbindungstechnikmarkt ist über 90 Milliarden Dollar Weltmarkt. Also da hat es noch genug Futter für uns und der Markt wächst ähnlich wie das Kleben. Es sind verschiedene Anwendungsbereiche, wo die beiden Techniken zum Einsatz kommen. Was sind Vor- respektive Nachteile von einem stabilen Aktionariat? Der Vorteil ist, dass wir nicht in den Quartal denken müssen, sondern wir können uns längerfristig ausrichten, das Richtige zu tun, längerfristig und eben nicht müssen das nächste Quartal versuchen zu optimieren. Und das ist ein gewichtiger Vorteil und ist ein das Fundament von unserem Erfolg, den wir im letzten Jahr erzielen konnten. Herr Dien, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war es für den Cheftalk vom HBL Web TV. Wir sehen uns wieder in ein paar Wochen. Bis dann, ade miteinander.